Tu es einfach. Hier, oh, nimm meine Hand. Wie ungestüm. Nun, na gut. Sie hängt da ja auch nur so rum. Was? Deine Hand? Naja, wenn du meinst. Ich hab schon eine. Oh ne, warte mal, ich hab gar keine Frau. Ich dachte, ich hätte eine, aber... Vielleicht hat es hier hinten einen Schatz. Nichts. Naja, auf jeden Fall, dieser Luke wird ja bestimmt nicht ohne sein. Einen Moment, Madame. Wir können weitergehen. Es ist eben ein Schlüssel gewesen für meine Truhe. Und die sind ziemlich selten, muss man wissen. Wo? Macht. Oh! What the hell, man? Die soll nur kommen. Nur kommen! Ja, ich habe gerade ein bisschen Husten im Hals. Aber diese Kreaturen. Hättet ihr mir letztes Jahr erzählt, dass ich mal durch die Kanalisation vom Bowerstone Industriegebiet warte, ich hätte euch nicht geglaubt. Ich kann es ja jetzt nicht glauben. Es ist einfach verrückt. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Hier hinten ist doch ein Licht, wieso gehen wir hier nicht hoch? Der eklige Nebel nicht schon genug, aber dann auch noch diese... Hey, ein Zwerg! Einfach widerlich. Man könnte meinen, die Fabriken, der Smog und die Umweltverschmutzung vertreiben jedes Tier weit weg. Dabei sind sie genau unter. Ich hätte es lieber nicht gewusst. So. Wovon ernähren die sich hier unten nur? Bloß nicht dran denken. Und wenn es die Fabrik nicht mehr gibt? Halt mal die Klappe. Fläche und schwärmen da aus. Halt's Maul. Interessiert mich nicht. Was bitte ist das? Ah, nee. Ah, au, au. Du Scheißtiere. Oder was auch immer ihr seid. Kommt nur. So. 30 muss ich noch sammeln und das ist gerade gut, denn diese Mission wird mir 30 einbringen. Zack! Du blödes, rotes, fettes, schwabbendes, arschgetrocknetes. Ah. Kastriertes, rotes Monster. Wo ist die Frau? Come on! Ich bring dich hier raus und dann bist du bei deinem Mann. Ich kassiere etwas und das Volk wird mir danken. So. Einfach geht das. Nee, Mann, ich will lieber den Eierkick machen. Das ist viel lustiger. Was will ich hier stehen? Hey! Zwei, drei. So, habt ihr das gesehen? Damn, das war ja richtig gut von mir. Eine Meisterleistung, Spitzenleistung, 1A Superklasse. Das kann nur ich, ihr Mann nicht. Den will ich nie wieder begegnen. Das sind doch Hops. Igitt. Sie sind so widerlich, wie man immer hört. Ständig verschwinden Kinder aus dem Bowerstone-Industriegebiet. Oh, sie sind das schwächste Wirklich? Glied der Gesellschaft. Gar nicht auszudenken, wie viele hier unten enden. Ich weiß übrigens, wer hinter all dem steckt. Es ist Reaver. Nichts geschieht ohne sein Einverständnis. Wer interessiert sich denn schon für das Schicksal der Obdachlosen? Reaver will aus dem Asyl ein Leutenhaus machen oder ein Casino. Ich sollte mich sicher geehrt fühlen, dass ich von dieser Bestie entführt wurde.
Es wird Zeit, dass Reaver zu Fall gebracht wird. Er hat anständigen Leuten viel Leid angetan. Die müssen gleich da sein. Fast zurück bei... Laszlo. Ich wette, er ist gestorben in der Zeit. Oder hat irgendein dämlichen Deal noch eingegangen. So dämlich wie dein Mann ist. Da kann ja nichts Gutes raus, dabei rauskommen. Geschafft. Bevor wir zu Laszlo zurückgehen, wollte ich nur sagen... Ach, ihr wart toll. Das heißt, ihr seid toll. Das habe ich früher auch immer über Laszlo gesagt. Aber wenn ich ihn mit euch vergleiche, ist er doch ziemlich langweilig, oder? Mhm. Kann ich mein Leben wirklich mit diesem Mann verbringen? Was meint ihr? Muss ich da jetzt eine Antwort drauf geben? Du bleibst natürlich bei Laszlo, Mann. Alter, ich will dich nicht. Ihr habt recht. Ich sollte bei ihm bleiben. Etwas Besseres ergibt sich vielleicht nicht. Außerdem hast du verdammte Falten im Gesicht. Ich bringe dich jetzt besser zu ihm. Meine Frau muss reich und hübsch sein, ne? Ist ja klar. Er ist gestorben. Ich hab's doch gesagt. Laszlo! Ah nein, ist eingeschlafen. Geraldine, oh mein Kopf. Dieser Fiesling Nigel Ferret muss mir hinterrücks eine verpasst haben. Schatz, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Wow. Danke. Ihr habt die wichtigste Person in meinem Leben gerettet. Ich stehe tief in eurer Schuppe. Ist mir egal. Sir, ihr habt euch ein beträchtliches Maß Unterstützung bei der Bevölkerung verdient. Ja. Sehr gut. Ich denke, das wäre ein guter Moment, um in das schäbige Loch zurückzukehren, was eure neuen Rebellenfreunde ihr Heim nennen. Schießpulver. Ah. Die wenigste Erfindung des Menschen angesehen werden. So, ah, jetzt hab ich ganz... So, ja, ich komm raus, ich check's. Ja. Ich habe eins der seltenen Bücher gefunden. Vielen Dank. Danke. Wirklich toll. Wirklich Hammer. So. Nun habe ich das Vertrauen dieser Bürger. Jetzt kann ich auch Reaver stürzen. Mein Schwert in seine Kehle stecken. Sehr amüsant, meine Sohn. Ich meine natürlich... Wie kann ich das irgendwie nicht schwul rüberbringen? Ich leg ihn um. Man sollte meinen, bei Abenteuern verbrennt man viele Kalorien. Mach ich auch, guck mich an. Weiß wie Weißbrot und muskulös wie ein Zopf. Und hart wie Stein. Ach ja, wo muss ich hin? Ah, warte mal, hier unten ist doch die heiße Anführerin. Ja, die ist hier unten. Oder ich weiß, wo sie ist. Verpiss dich. Ah, der Rebellenprinz. Was bist du denn für einer? Ich bin auf dem Weg ins Schloss, um eurem Bruder Bericht zu erstatten und natürlich, um etwas über die Truppenbewegungen zu erfahren. Ben ist im Hinterzimmer und diskutiert mit Paige. Das kommt nicht gerade unerwartet. Ben hat so seine Art, mit Frauen umzugehen. Eine merkwürdige Art. Tag! Wieso laufen die alle so stolz rum? Oh mein Gott. Ich habe drei hohle Männer mit nur einem Schuss erledigt, ehrlich. Ich habe noch nie einem Soldaten getraut. Und das wird auch so bleiben. Hey! Ihr ist ihr, Walter? Hey, ich mische mich da nicht ein. Da ist er. Fragt ihn selbst. Ach, hört doch auf. Gut. Ich werde dann einfach hier stehen bleiben. Für einen Prinzen seid ihr ziemlich anständig. Danke. Das Volk fängt allmählich an, euch zu vertrauen. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Danke für das Interesse an meinem Privatleben. Aber wir haben gerade größere Probleme. Reaver. Er beutet die Stadt seit Jahren aus. Aber so schlimm war es noch nie. Jetzt bereiten wir ihm ein Ende. Ein kleiner Kämpfertrupp konnte in seine Villa eindringen, ist aber nie zurückgekehrt. Sie leben sicher noch.
Ihr werdet mir helfen, sie zu finden. Reaver gibt jede Woche ein Fest für seinen Geheimbund. Wir wissen nicht, was da passiert. Aber wir wissen, wie die Gäste aussehen. Es ist perfekt, um sich einzuschleichen. Hier, das müsst ihr anziehen. Toll! Wo ist mein Kostüm? Was? Ich darf nicht? Nicht mal nach dem Ding mit den drei hohlen Männern? Wirklich, das ist schlimmer als die Armee. Und jetzt alle raus. Ich muss mich umziehen. Ich bleibe hier und werde euch beschützen. Alle raus. Alle. Ich bekomme langsam ernsthafte Zweifel an unserer Beziehung. Ich hätte mit Swifty zum Schloss gehen sollen. Ich liebe es, wie Soldaten in unserem geheimen Versteck herumspazieren. Was immer ihr tut, sorgt dafür, dass Finn euch nicht folgt. Ich hatte für heute genug von ihm. Wir sehen uns in Reavers Villa. Ihr zieht euch doch um. Heiße Angelegenheit. Den habe ich gebracht. Oh shit. Also. Ach, ich muss mich ja umziehen, ne? Ich hoffe, ich sehe gut aus. Willkommen im Unterschlupf. Dankeschön. Diese Kleidung könnt ihr überall und zu jedem Anlass. Das? Solange der Anlass ein Maskenball der höhergestellten Gesellschaft ist. An allen anderen Orten werdet ihr damit wohl etwas aus dem Rahmen fallen. Alter. Ernsthaft? Wer ist nur die Person, die hier vor mir steht? Ich kann nur raten. Ach, halt doch die Klappe. Ich sehe lächerlich aus. Ich hab noch zu meinen Waffen. Ihr habt ein neues Schwert. Ach ja? Oh, 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 ist das Dämonenschwert, das ich da freigeschaltet habe? Schwerter sind schnelle Waffen. Die können und Raffinesse erfordern. Ein neues Schwert? Hä? Ich sehe nur das und den Hammer. Ah, ich habe zwei. RT. Hä? Verstehe ich nicht. Das Verbrennen eines Feindes kann bei seinen Gefährten eine psychologische Wirkung auslösen. Sofern es nicht herzlose Schurken oder hirnlose Bestien sind. Wie wohl die große Mehr... Ja. Gibt es noch irgendetwas zu tun? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass ich gerade jetzt für das genug getan habe. Ich glaube, ich speichere... Im Augenblick gibt es keine Geschenke für euch. Es hat noch nie welche gegeben, aber ich gehe jetzt mal hier. Spielverwaltung. Speichern. Okay. Und dann würde ich mal sagen, das war's wieder mal für heute. Und das nächste Mal sehen wir uns am Maskenball. Wenn das Phantom der Oper zuschlägt. Ich. Okay. Ich würde mal sagen, habt's gut. Eine schöne Nacht, was auch immer gerade ist. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen, meine Lieben. Bis dann. Ciao.